Wir sind im Jahr 1927 und sind heute zu Gast bei Professor Otto Strobel, der in diesem Jahr geboren wurde. 1927, das heißt, der liebe Professor ist 91 Jahre jung oder alt, wie man es will. Jung insofern, weil er sich natürlich noch an viele Dinge erinnern kann, die er im Laufe seines Lebens gemacht hat. Herr Professor Strobel zählt zu einem der wichtigsten Vertreter auf dem Gebiet der Chor- und Kammermusik in Österreich. Und ich musste jetzt ein bisschen reinschauen, weil das habe ich mir nicht gemerkt, was Sie alles gemacht haben. Über 100 Chorwerke a cappella, 19 begleitete Chorwerke, etwa 126 Volksliedersätze, 78 Sololieder, 13 Messen, 25 Kantaten, 9 musikdramatische Werke, 20 Oratorien, 21 Orchesterwerke, 58 Kammermusikwerke, Bühnenmusik, Klaviermusik, Orgelmusik, Fanfaren, wie zum Beispiel die Fis-Fanfare, viele, viele Tonaufnahmen, also ein schier unübersichtliches Werk, das Sie im Laufe Ihres Lebens geschaffen haben, Herr Professor. Aber bevor wir jetzt zur Musik kommen, möchte ich Sie ein bisschen fragen, an was Sie sich noch erinnern in Ihrer Jugend. 1927 sind Sie in Wiesen geboren. Natürlich kann man sich an die ersten 2, 3, 4 Lebensjahre nicht erinnern, aber an was können Sie sich erinnern? Wie hat das Burgenland damals ausgeschaut? Ich kann mich erinnern, dass mich als 4- oder 5-Jährigen eine Biene gestochen hat und dass der Kollege meines Vaters, Bogner hieß er, mit einem Lehmbatzen gekommen ist und den draufgelegt hat. Das war meine erste bleibende Erinnerung. Seitdem haben Sie sich den Bienen nur mehr vorsichtig genähert, nicht? Nehmen wir mal ja. an. Wie hat das Burgenland damals ausgeschaut? Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, keine Straßen, viel Morast. Also ich kann mich erinnern so an, ich meine, ich bin natürlich um einiges jünger, aber ich kann mich erinnern auch an Zeiten, da war also zum Beispiel in Neudörfl oder so, da war also die Straße noch gar nicht befestigt, wie ich also zum ersten Mal ins Burgenland gekommen bin. Also es war schon ein einfaches Leben hier, nämlich. Ja, es war hier in Eisenstadt diese Straße, Lamocker Straßen, hat es geheißen, nur mit 3 Häusern bestückt. Das Haus von Landeshauptmannstellvertreter Wesseli, dann vis-à-vis war ein Haus eines Arbeiters und hier oben dann dieses hier. Und es wollte damals ein Herr alles zusammenkaufen. Wir haben ihm aber diesen Grund nicht gegeben und haben dann selber hier gewohnt. Sie stammen aus einer, wenn man so will, Lehrerfamilie. Großvater war Lehrer, Papa war Lehrer. Sie sind Lehrer, Ihre Kinder sind Lehrer, sogar Enkel ist Lehrer. Also das hat schon Tradition. Sie haben Musik studiert an der Akademie, haben Geografie studiert und haben relativ bald Geschichte studiert und haben relativ bald natürlich zu unterrichten begonnen. Aber was natürlich faszinierend ist, Sie waren bereits mit 20 Jahren Chorleiter, haben also mit 20 Jahren Ihren ersten Chor übernommen. Woher die Liebe zum Chor? Sie haben ja Orgel studiert. Die Liebe zum Chorsingen stammt von der Kirchenmusik her. Ich hatte einen Freund, der ist dann später Organist und dann Pfarrer geworden. Wender hießen die. Und wir haben da in der Stadtpfarre als 10-, 12-Jährige schon auf der Orgel probiert zu spielen und haben daher zum Orgelspielen angefangen und haben seither nicht aufgehört, außer jetzt natürlich. Ihr Vater war Organist, also der hatte auch Orgel gespielt. Ja. Aber Ihre Mutter auch? Mutter hat gut Orgel gespielt, ja. Der hat in Ödenburg, in Schopron, Klavier spielen gelernt und hat dann meinen Großvater vertreten, weil der taub geworden ist. Mit 23 dann schon Leiter des Heidenchors? Ja. Den Sie ja viele, viele Jahre geleitet haben. Ja.
Da sind ja hunderte Leute mehr oder weniger durch Ihre Schule gegangen im Laufe der Jahrzehnte. Darf man sagen, ja. Ist das so eine, ist das etwas, das in die Leidenschaft immer wieder entfacht, wenn man immer wieder neue Leute hat, wenn man diesen Klangkörper immer wieder neu formieren muss, sich immer neue Dinge überlegen muss? Sie haben ja zum Teil auch Ihre Kompositionen natürlich mit eingebracht. Ist da ein Feuer, das ewig lodert in dem Zusammenhang? Ja, es hat sich ergeben, dass ich immer wieder von den Leuten beim Chor aufgefordert wurde, das und jenes zu tun. Besonders aufgefordert und geholfen hat mir der spätere Direktor des Gymnasiums, der Mühlgassner, der dann veranlasst hat, dass ich auch ein Oratorium mache. Und so ist der Franziskus, ein Oratorium geworden, entstanden, das etliche Male aufgeführt wurde. Die haben in der Bürgerschule unterrichtet, in der Hauptschule unterrichtet, im Gymnasium unterrichtet, in der landwirtschaftlichen Fachschule unterrichtet. Ja. In der Gewerbeschule. Gewerbeschule. Pädagogischen Akademie, im Gymnasium. Ja. Ja, eigentlich überall. Nicht? Also, Sie haben keine Schule ausgelassen, außer die Volksschule natürlich. Ja, später die Pädagogische Hochschule. Die habe ich ausgelassen schon. Mit den Schülern sind ja auch sehr viele Aufführungen entstanden hier in Eisenstadt. Sie haben also auch dafür extra für Schüler komponiert und gemeinsam mit Schülern Werke erarbeitet. Ist es schön, mit so jungen Leuten zu arbeiten? Ja, es war eine sehr schöne Zeit. Und ich habe großartige Helfer gehabt, wie die Gebrüder Kutrowatz, die mir geholfen haben, Oratorien aufzuführen und selber aufgeführt haben. Und es war eine sehr fruchtbare Zeit. Woher die Liebe zum Volkslied? Die war auch da oder ist auch noch da. Es gibt eine Menge von, ich weiß nicht wie viel, Volksliedern. Und diese Volkslieder, ich meine, natürlich ist es eine Aufgabe, sie zu erhalten, sie zu bearbeiten, damit sie halt dann auch in irgendeiner Art und Weise via Noten in irgendeinem Buch stehen. Wie kommt man oder haben Sie die gesammelt oder wie sind sie dazu gekommen? Es gibt da etliche Sammlungen von Volksliedern. Ich weiß die Zahl nicht. Kann ich mir vorstellen. Also Sie haben auf jeden Fall zig davon neu gesetzt, nehme ich einmal an, und so bearbeitet, dass man sie auch dann in irgendeiner Art und Weise nicht mehr nicht vergisst. Nicht immer zur Zufriedenheit von Volksliedforschern, okay. Weil ich meinen Stil gehabt habe. Es gibt nämlich einmal an, also auch innerhalb der Musik ja. So ein bisschen Reibereien oder also wie ein bisschen Neid halt auch. Nicht? Ohne dem kommt man wahrscheinlich nicht durchs Leben überhaupt, wenn man so erfolgreich ist wie Sie. Mit 25 Jahren dann Bundeschormeister des Burgenländischen Sängerbunds auch noch. Also kann man schon vorstellen, dass Sie auch viele Neider hatten. Wenn man also so jung ist und schon so erfolgreich ist, kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere gesagt hat, ich weiß nicht. Wieso das alles der Strobel kriegt, das ist mir unverständlich. Ja. Natürlich, Sie haben unterrichtet, Sie haben Orgel gespielt, Sie haben komponiert. Haben Sie sonst was anderes auch noch gemacht? Ich meine, Sie haben natürlich auch eine Familie gehabt. Hat die noch irgendwo Platz gefunden in Ihrem Leben? Ja, die hat noch Platz gefunden. Und wir waren gern beisammen. Meine Enkelkinder sind immer da gewesen. Da sieht man die Enkel, wo der Bub dann mit 19 Jahren nach der Matura verstorben ist und das Enkel unterrichtet. Sie können sich nämlich noch an die Zeit erinnern, als in Eisenstadt noch das Judenviertel belebt war. Was war das für eine Zeit? Für eine Zeit, wie hat es da ausgeschaut, nicht wenige hundert Meter von hier entfernt?
naja, leer war alles da. Ja. Gab es da keine, ich weiß nicht, ich kann mir also vorstellen, dass oben gerade in dort, wo also jetzt das heutige Landesmuseum ist, also im damaligen Judenviertel, da gab es doch schon etliche Geschäfte, da war doch sicher Betrieb, oder? Es war das Leiner-Café dort drüben, ein Ort Kaffeehaus. Ja, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Die Zeit des Nationalsozialismus, war das eine schlimme Zeit für Sie? Das war eine schlimme Zeit, ja. Nachdem mein Großvater einer von den 6 Leuten war, die in Eisenstadt mit Nein gestimmt haben. Und er nur immer davon gesprochen hat, man die jungen Hajotler gesehen hat, die Bärentreiber, da gehst du nicht dazu und so weiter. Also wir waren eine nicht-nationalsozialistische Familie. Und der Vater hat sich so durchgeschlängelt. Der ist kurze Zeit beim Militär gewesen, dann wieder abgerüstet. Hat das Leben zu nehmen verstanden. Das war eine harte Zeit, auch nach dem Krieg natürlich. Das Burgenland war ja ein armes Land. Ja. Da hat es ja nichts gegeben in Wirklichkeit. Ja. Wie hat man sich da durchgekämpft? Wie hat man da überhaupt überlebt? Wenn man jetzt nicht gerade ein Bauer war, nicht? Ja, meine Mutter war sehr tüchtig. Die ist, wie man damals gesagt hat, hamstern gefahren und hat von dort eine Gans gebracht und von da einen Hasen und hat sich zu helfen gewusst und hat auch die Bekleidung aufgetrieben, Pelzmäntel und weiß ich was, was man ja heute gar nicht anzieht. Wann ist so diese Aufbruchstimmung gekommen im Burgenland, wo man gesagt hat, so und jetzt gehen wir es an? Wo es so eine Art Floh gegeben hat, wo so die Leute wieder positiv waren, wo sie gesehen haben, da geht was weiter, da entsteht was, da wird was gebaut, da gibt es Schulen, da gibt es Straßen, das Burgenland entwickelt sich. Wann hat das so eingesetzt, Ihrer Meinung nach? Ja, das hat so eingesetzt, wie ich fast mit dem Unterrichten aufgehört habe. Ich kann das jetzt nicht sagen. Der Weg zum Komponisten, wie war der? Also man geht in die Akademie, man studiert natürlich, will man dann auch einmal, oder musste man natürlich zum Teil ja selbst komponieren, wenn man seine Prüfungen ablegt. Kann ich mir vorstellen, dass man also das eine oder andere Werk ja selbst komponieren musste. Aber warum führe ich auf dann irgendwann einmal, wenn die Schule fertig ist oder die Universität beendet ist? Und manche, so wie Sie, die hören nie auf damit. Ne? Mich hat zu Studienzeiten der Professor Grossmann, eine international anerkannte Größe, aufgefordert, etwas zu tun, zu komponieren. Und ich habe das gemacht und habe nie mehr damit aufgehört. Gibt es als Komponist so Werke, wo man so im Nachhinein sich sagt, also auf das bin ich besonders stolz, ich kann heute noch nicht glauben, dass das aus meiner Feder ist? Ja, die Oratorien, die ich gemacht habe, auf die war ich sehr, oder bin ich noch sehr stolz, der Franziskus. Sie haben auch mit dem Helmut Stefan Miletich auch viel zusammengearbeitet, also auf der einen Seite der Literat, auf der anderen Seite der Musiker. Was ist aus dieser Zusammenarbeit entstanden? Ich kann das nicht ausdrücken. Und das eine oder andere Werk haben Sie dann mehr oder weniger gemeinsam gemacht, wo mehr oder weniger der Helmut Stefan Miletich das Libretto geschrieben hat. Und Sie dann. Der hat mir sehr viel geholfen, sehr viel geschrieben. Und ich glaube, dort liegt sogar ein Buch, wo er nur Werke für mich drinnen gehabt hat.
Wenn Sie so am Komponieren waren, haben Sie da immer ein Stück nach dem anderen oder haben Sie da immer so ein paar Stücke irgendwo gehabt? Hier ein Notenblatt, ich weiß nicht, für ein Oratorium, dort ein Notenblatt für ein Chorwerk oder ist das eines nach dem anderen gegangen? So, jetzt mache ich. Eines nach dem anderen entstanden. Also Sie haben so wie die Malerphasen gehabt? Ja. Also die Volksliederphase, die Chorwerkphase, von mir aus dann Kantaten, was ich brauche. Was ist einem besonders leicht gefallen? Lieder. Ich habe sehr viele Lieder komponiert. Von den Aufführungen her, wie war das? War das eine bewegende Geschichte für Sie, wenn Sie so auf einmal diesen fertigen Chor hatten und so das Gefühl hatten, so, da stimmt jetzt alles? Da ist jetzt alles so, wie ich es gerne hätte? Oder gibt es das sowieso nicht? Das gibt es nicht. Aber mir ist sehr viel geholfen worden von den Kutrowatz und sehr viel vom Chor, vom Heidenchor, den der Professor Mühlgassner, der Direktor Mühlgassner, geführt hatte. Gibt es irgendwelche Musikerkollegen, mit denen Sie näher in Kontakt waren, mit denen Sie korrespondiert haben? Also auch fachlich, meine ich. Ja, ich kann mich sehr viel unterhalten mit den Kutrowatz. Mit denen war ich recht gut, habe recht viel mit ihnen gemacht. Das hat natürlich dann nachgelassen. Das Volkslied war ja auch für den Josef Haydn ganz wichtig und auch für seine Komposition. Ja. Sehen Sie sich da so ein bisschen doch in der Tradition des Josef Haydn? Nein. Na? Hat Haydn irgendwo einen Einfluss gehabt für Sie oder gar nicht? Ich habe ihn unheimlich geachtet. Er hat also einen Einfluss gehabt. Aber ich habe nie versucht, in seinen Fußstapfen weiterzugehen. Ich würde es nicht sagen, wäre ja auch vermessen, aber es wäre zumindest ein sehr großes Ziel gewesen. Ja. Die Musikszene in Eisenstadt, wie kann man sich die vorstellen? Was war hier? War das Brachland, als Sie begonnen haben, hier als Chorleiter zu arbeiten? Oder gab es hier was, worauf man aufbauen konnte? Es gab hier einen Kammerchor, den der Professor Grad wohl geleitet hat, der aber sehr traditionell geführt wurde. Und ich habe dann versucht, darüber hinauszugehen, hinauszuschreiten. Welche Aufführungen sind Ihnen in Erinnerung geblieben? Aufführungen, die vielen Kantaten, ich habe über 30 Kantaten habe ich gemacht, die Oratorien, das außer den Franziskus ist noch ein Oratorium da, das der Kollege Treo aufgeführt hat, der Sohn von Treo. Ja, sonst tue ich mich schon schwer jetzt mit dem Aufzählen und Merken. Es waren auf jeden Fall viele, viele Hunderte von Aufführungen, die Sie natürlich geleitet haben, wo Sie dabei waren. Das kann man natürlich nicht alles wissen. Auch wenn man also jünger wäre als Sie, würde man das eine oder andere wahrscheinlich vergessen. Wenn Sie jetzt so ein bisschen Ihr Leben Revue passieren lassen, was war für Sie die schönste Zeit? Die letzten Jahre mit dem Heidenchor waren eine sehr schöne Zeit. Das heißt also nicht unbedingt die Jugend, sondern doch auch das reifere Alter. Das reifere Alter, das Sie verstanden haben zu genießen. Ja.
Herr Professor, Dankeschön auf jeden Fall. Ich danke schön, dass Sie so viel Geduld gehabt haben. Ich hätte noch viel, viel mehr, aber ich will Sie nicht zu sehr ermüden. Dankeschön auf jeden Fall, dass Sie hier sein durften. Danke. Danke Ihnen auch schön.